Willkommen heute zu einer neuen Folge von Path of Exile und heute geht es endlich in die Maps. Ich habe den vierten Akt unter vielen, vielen Toten vollständig abgeschlossen, auch wenn es natürlich für die Maps nicht notwendig war, weil der Wegpunkt hier steht ja schon zur Verfügung, sobald ich die Quest von Dayala abgeschlossen habe. Aber trotzdem wollte ich einfach das Ganze vervollständigen und die damit verbundenen Challenges vervollständigen. Also habe ich den jetzt oder habe ich den nicht? Ich glaube schon. Das heißt, ich müsste die Breach Footprints haben. Na, dann werde ich die doch gleich mal meinem Charakter zuordnen. Also, ich habe jetzt die Footprints aktiviert vom Breach. Cool. Und damit dann eben gleich in die Maps starten, nachdem ich ja jetzt schon noch eine ganze Weile gespielt hatte. Also eben um den vierten Akt abzuschließen, haben sich auch einige Maps eingestellt. Interessant, die Arcade-Map habe ich nur ein einziges Mal bekommen. Die beiden hier habe ich relativ häufig bekommen. Hier habe ich schon mal ein paar Hammer eingesammelt, mit denen ich dann die Dinger einfach zu Kartographer-Sizzeln verarbeiten kann. Und hier ist dann das, was ich von Dayala am Ende des vierten Aktes noch bekommen habe, eine Unidentified Desert Map. Aber erstmal möchte ich die vier Karten einfach mal probieren, wie die sich mit meinem aktuellen Charakter spielen. Ich werde jetzt einfach mal die vier mitnehmen, um die nacheinander zu absolvieren. Keine Ahnung, wie viel Krimskrams ich da finde, was sich lohnt mitzunehmen. Aktuell bin ich da jetzt noch nicht sehr auf der Suche. Und für die Sets brauche ich jetzt eigentlich vor allen Dingen Gürtel und Amulette und Ringe. Aber ich war gerade bei den Challenges und eine Sache fehlt mir hier tatsächlich noch. Und zwar, okay, der Encounter sowieso mit den zwei Tournament Spirits. Aber hier fehlt mir auch noch ein Kill-Rare-Monster in Merciless. Weil der Pitbull-Demon ist nicht aufgetaucht. Also jedenfalls kein Rare-Monster. Das heißt, ich gehe nochmal ganz kurz in Daresso Stream, damit ich auch diese Challenge abschließe. Da ist mein Beast, mein Goldbeast. So, Kill Rare Monsters in Merciless ist auch abgeschlossen, das heißt meine 14. Challenge jetzt abgeschlossen. Und okay, Wahlboss und so weiter steht noch aus. Splinter Currency, da fehlt mir nur noch der Wahlorb. Dazu brauche ich aber mehr Wahlareas, damit ich genug Wahlsteine habe, um die zu vervollständigen. Dann brauche ich noch irgendwann ein Monster mit zwei Tournament Spirits. Und die Essenzen, das müsste ich eigentlich auch relativ schnell abschließen können, weil ich habe inzwischen die Essenzen da. So, bei den Splintern, da habe ich zwei Viecher schon erwischt. Ansonsten sind die ziemlich anstrengend inzwischen. Da drüben habe ich gleich noch einen, wo ich mich nochmal ausprobieren kann. Die Unix Strongbox, mal schauen, wo das dann losgeht. Und die Breach Lords gebe ich natürlich nur, wenn ich dann die Splinter zusammen habe. Unique Items bin ich jetzt bei 40, da war ich beim letzten Mal noch bei 20. Gut, Hideout müsste auch, ich glaube, bei Level 7 dann wieder zu vergrößern sein. Und dann kann ich hoffentlich auch die anderen Master reinholen. Hoffentlich habe ich bis dahin Zahner gefunden. So, Level 90, das ist noch ein weiter Weg. Ich hoffe, dass ich jetzt in den Karten nicht so oft und schnell sterbe, sodass ich jetzt tatsächlich mal noch ein paar Level vorwärts komme. Level Gem 20 ist auch nicht mehr so weit entfernt, aber ich habe jetzt etliche, die sind Level 18. Aber es dauert natürlich noch etliche Millionen Skillpoints, bis die auf Stufe 19 und dann nochmal weiter bis auf Stufe 20 kommen. Ah, hier sind noch die Uniques, die ich im Breach allerdings dann finden muss. Das Krühe-Labyrinth habe ich inzwischen abgeschlossen. Ich habe jetzt dann mich erstmal für diesen Pfad entschieden, einfach um die Damage mitzunehmen und werde, wenn ich irgendwann dann hoffentlich in der Lage bin, tatsächlich diesen das Merciless-Labyrinth zu schaffen, vom Endgame-Labyrinth, da verschwende ich noch gar keinen Gedanken dran. Warband-Leader fehlt noch und 10 Peraduns-Koffers, wobei ich auch noch nicht genau weiß, was das sind. So, ansonsten dann klar die Breach-Lords und Upgrade to any 10 of the following 10 unique items. Wie auch immer dieses Upgrade funktioniert, das weiß ich auch noch nicht. Dann die Beyond-Demons,
Corrupted Reals und dann vor allen Dingen vollständige unidentifizierte Rare Maps. Also eine habe ich ja schon. Ich glaube, von Desert Map habe ich die eine Rare von der Dayala bekommen. Und ja, das hier hinten sind jetzt alles die Atlas-Geschichten. Und da geht es dann jetzt auch gleich erstmal hin. Wow, so lange habe ich schon lange nicht mehr in dem Breach überlebt. Das ist ja ein netter Einstieg für heute. Auch wenn es irgendwie nichts gab. Schade. Also dann beginne ich mal einfach in alphabetischer Reihenfolge mit der ersten Karte. Mit der Arcade Map. Und Atlas of Worlds ist noch ausgegraut. Mal gucken, ob sich dann nach der ersten Karte, wenn ich die abgeschlossen habe oder zumindest aktiviert hatte, ob sich das Atlas of Worlds dann aktiviert. Und ich dann irgendwas auf der Karte anstellen kann. Weil ich weiß noch nicht genau, wie das im Detail funktioniert und was ich da anstellen kann und ob das Spiel das mir in irgendeiner Form erklärt. Also, auf geht's! We create, so that some part of us may remain after death. Okay, gefährlich ist es allemal, aber mit meinem Damage komme ich doch ganz gut hin, um die Mobs zumindest zu erledigen. Also kann ich zumindest etwas entspannter sein, aber trotzdem Vorsicht walten lassen. Okay, ich glaube, da habe ich schon den Boss. Oder zumindest einen. Ich weiß gar nicht, ob hier wahrscheinlich mehrere Siegel rumlaufen. Aber Herald of Thunder. Was ist denn hier los? Okay, da kommt schon das zweite. Und mein Minon ist draufgegangen. Aber die sind nur zu zweit. Sehr schön. Habe ich damit die Karte schon komplett? Monster gibt es jedenfalls noch eine ganze Menge. Naja, mal weiter gucken noch. Oh, Sana ist in der Karte. Ist es jetzt Zufall, dass sie gleich in der ersten Karte auftaucht, oder ist es Absicht? Oh, endlich noch eine Map. Aber die gleiche, in der ich gerade bin. Was ja auch irgendwie der Fall sein soll. Weil irgendwie die Maps, die droppen können, irgendwo davon abhängen, welche Karten man schon erspielt hat und wo man sich irgendwie auf der Atlas-Karte letztlich bewegt hat. Aber wie das hundertprozentig ist und vor allen Dingen zu welchen Wahrscheinlichkeiten, kann ich auch noch nicht einschätzen. Richtig, die Essenz ist ja auch noch da. Und natürlich gleich zwei Stück zusammen. Das wird ein lustiger Kampf werden.
Ja, das sind die 12 Monster, die noch fehlen. Ja, und gleich gestorben. Super. Weiß ich nicht echt, mit welchem Schlag der mich gleich mit einem Ding so platt gemacht hat. Weil so schlimm ist es doch im Moment gar nicht. Und kommt da jetzt noch ein Monster hinterher? Nee. Okay, zwei neue Essenzen. Was sind die Screaming? Okay, das sind die jetzt ohne Beschränkungen. So, dann mal gucken, was Zana jetzt für eine Mission für mich hat. You shouldn't be out here, Exile. It's extraordinarily dangerous. Even the tiniest slip-up can get you killed. That said, you're here now, and I could use your help. I've got an inkling there's an intriguing map where you're headed. I'd like you to head in there and find it. Once you've found it, I'd very much like to examine it. But ultimately, it's finders keepers, and you can do whatever you like with it afterward. Okay, das heißt, ich bekomme noch eine weitere Karte, vorausgesetzt ich überlebe in diesem Underground River. Also, los, nächste Karte. Life, like still water, becomes trapped, stagnant. Okay, die Karte ist ein Level höher. Jetzt schon 69. Aber das sind trotzdem Monster, mit denen ich noch ganz gut umgehen kann. Bogenschützen sind immer gefährlich. Wenn die mir einen Kritz reinjagen, dann bin ich schneller weg, als ich Autsch sagen kann. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hier unten gibt es jetzt die Info, wie viele Monster noch da sind. Ah. Zwei Unique Bosse. Mehr Damage. Oh je. Noch 12 Monster. Oh nein! Scheiße, eine Area. Okay. Schauen wir mal, hoffentlich komme ich da wieder raus. Okay, raus komme ich. Jetzt ist nur die Frage, was hier für Bosse drin sind. Okay, sie haben meinen Helfer gekillt. Jetzt nehmen wir schon mal noch eine Map. Oh, Bären. Und die scheinen ziemlich schnell zu sein. My mana is gone. Ja, dann lad's doch wieder auf. Oh toll. Jetzt, wo ich die Bosse gefunden habe, komme ich hier nicht mehr raus. Das sind doch auch nicht... Doch, das sind die Originale. Boah, fuck. Das überlebe ich nicht mehr lange. Nicht, lasst mich in Ruhe. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Bosskampf, dem ich nichts abgewinnen kann.
Also. Thanks for your help, Exile. I'm not much closer to figuring out what is going on yet, but you've certainly cleared a path for me here, and that's more than nothing. Sorry for underestimating you. I really appreciate the help. There's a lot out there I don't understand, but two minds may be able to make sense of it all. Meet me in the Eternal Laboratory. We have much to discuss. Boah, die ist gleich auf Level 2 gestiegen. There's something I need to show you. I have spent some time out exploring the maps, and despite their apparent randomness, there is a thread that connects them, a thread we should follow. This is the Atlas of Worlds, and we can use it to chart a path. Aha. Okay, da unten habe ich jetzt angefangen mit der Arcade Map. Bonus. Kill Boss of Magic or higher version of this map. Desert Map. Kill Boss of Magic, Crystal Ore Map und ja, wo sie, wie sehe ich jetzt hier unten die Ecke? Ah, da, alles klar. Und Jungle Valley Map. Okay, aber mehr kann ich jetzt hier irgendwie auch nicht machen. Ah, hier werden, da werden schon die nächsten Karten dann aufgedeckt. Ist ja lustig. Pit Map, Beach Map. Siva Map, Ghetto Map, das sind Tier 2, 3. Das heißt, die Tiers sind nicht die Auflevel, nicht das Aufleveln der Karten, sondern auch einfach der Fortschritt der Karten. Das heißt, sie sind dann auch generell höher. Eine von den Karten. Ah, ist ja lustig. Die blinken dann sogar auf. Gut. Da, da oben. Crystal Desert Map. Desert Map müsste ja dann da oben sein, ja. Okay, gut. Soweit die Karte. I've picked up on a series of extremely strange disturbances out there. I've never seen anything like this before. We need to find out what's going on, but I'm struggling to pinpoint the source. It's as if... Well, it's as if someone or something is intentionally obscuring these events. I understand you've created a little hideout for yourself. If you have the room, cohabitation could allow us to strengthen our alliance. What do you think? Open Atlas. Den kann ich jetzt auch hier vorne öffnen. Ja. Okay, das ist also die Atlas Map. Und hier kann ich Karten kaufen. Sehr schön. So, dann kann ich jetzt die Maps hier aus meinem Hideout heraus öffnen. Sehr praktisch. Und natürlich auch gleich 2% mehr Quantity. Also, Contempt. Jawohl. Greed. Jawohl. Und Moe. Jawohl. Essence Challenge abgeschlossen. Also auf in die zweite Map jetzt. As the torch flickers, brilliance emerges in boundless variants. From your remains. Still sane, Exile. Schon wieder Zahner. Na sowas. Arena, na prima.
Das klingt nicht nach einem überlebensfreundlichen Bereich für Fernkämpfer. Noch eine Arena? Na dann, Sana, was ist diesmal zu tun? These worlds are becoming increasingly unstable and unsafe. And it isn't slowing down. Let's get to work. This location is of significant importance for the neighboring worlds. Thaumaturgically charged lodestones were once in place to provide stability in the area, but something has knocked them out of alignment. I need you to track them down and reactivate them. Search map for the strange disturbance. Sana is asked to find the source of the strange disturbance. The Shara. Aha. Eine Jungle Valley. Da wollte ich doch eigentlich erst später hin. Verdant canopies shroud the world in darkness. Na, die scheint. Das ist dann doch nicht die mit den zwei parallel verlaufenden Inseln und dem Affen am Ende. Na, mal schauen. Zumindest kann ich das jetzt noch ohne Zeitstress machen und diese Lodestones finden. Einer von 10. Und schon 2 Breaches in der kleinen Map. Oder halt in der so früh am Anfang. Auf jeden Fall gibt es definitiv mehr Lodestones, als ich für den Auftrag benötige. Ist das immer noch korrupte Blutlein? Nee, das ist jetzt eine andere. Null Monster Remain? Hat die Map keinen Endboss? Doch, da unten. Loom Chamber. So, dann werde ich jetzt hier aber mal ein Portal setzen, dass wenn ich merke, dass ich den nicht erwischen kann, oder nicht fertig kriege, dann haue ich lieber wieder ab. Du Scheiße, was ist denn hier los? Da ist er jetzt. Mother super leck. Okay. Ja, diese Area-Endbosse sind einfach schrecklich für einen Fernkämpfer, weil ich kann mich nicht weit genug in Sicherheit bringen. Every successful expedition buys us a little more time. I just hope it's enough. Bizarre. The more we uncover, the more questions are raised. I think we need to consider establishing some sort of base of operations. Look for me once you're back on familiar soil. I've got a proposal for you. Jetzt ist die schon Level 3. Das geht aber fix. So, dann schaue ich mir jetzt hier mal noch die Bosse an und hoffe, dass ich da entkommen kann, bevor ich drauf gehe. Sonst kann ich mir das mit dem Levelaufstieg auch nicht sparen. So, dann mal schauen, ob die Arena zumindest für einen Fernkämpfer so weit geeignet ist, dass ich da wieder wegkomme. Und am besten auch hier Portal öffnen.
Okay, Factory Map. Aber 15 Monster remain. Das heißt, hat die Karte generell 2? Also es hat zumindest ganz gut funktioniert. Trotz Area war der langsam genug, dass ich gut ausweichen konnte und genug Platz hatte. So, zweite Arena. Ist denn hier jetzt der Steinewerfer drin? Oder der Hammerwerfer? Oder der Burning Man? Da, ja, der Hammerwerfer. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwelche Monster beruft oder ob der eigentlich nur mit seinen Hammern um sich wirft. Bleib doch einfach an dem dran, du musst doch nicht weglaufen. Ha. Cool. Wie ein Monster Remain. Wo soll denn hier noch einer sein? Aber ich bekomme trotzdem nur eine Map. Schade. Also Arcade Map. Und die erste Map Tier 2 Map. My father once told me there is no greater evil than ignorance. The fact that we're stuck here, thanks to fanatics that deliberately burn and suppress knowledge, tells me he was probably right. It's a mystery that begs unraveling. I fear that to pull back the veil is to slip into the same madness as its source, but the alternative, that we let the shaping continue, that it grows and swells and spills out into this world, is far scarier. Okay, damit bekomme ich schon einen 3% Item Bonus. Also, auf die dritte Map, auch wenn schon die fünfte ist. Heat, Dust, Wind. These are what forge strong minds and bodies. Da müsste die Area eigentlich auch wieder ganz praktisch sein, in der Hinsicht, dass es da keinen beschränkten Bosskampf gibt. Der halt von der Area entsprechend klein ist, sondern dass der einfach hier auf der Karte stattfindet. So wie bei der ersten Map. Oh.
4 Silbercoins und ein Rouge Exile. Buh. Na dann würde ich sagen, nehme ich die Beine in die Hand, sobald ich sie aufgemacht habe. Oh, super. Ein Temporal Chain. Ja, solange die sich mit meinem Kompagnon beschäftigt, kann ich sie hoffentlich dann erledigen. Ah, ein schöner 2-Sterne-Ring. Hey, super Sache. 4 Silver Coins. Ein Monster. Das heißt, es ist nur noch der Boss da. Und was ist der Boss? Oh, scheiße. Der ist ziemlich tödlich. Ja, genau. Sobald er seine komischen Schatten da durch die Gegend jagt. Was macht er jetzt? Ja, daneben. Ich sag mal, wie viele sind das jetzt? Und welcher davon ist echt? Oh, das kann aber nicht wahr sein. Und klasse. Und jetzt sind keine Mobs mehr da. Super. Also wenn die an einem Fleck stehen bleiben, wobei der bewegt sich so oder so nicht. Ha, er war's. Erledigt. Und ich habe gar keine Map bekommen, das heißt, es ist nicht garantiert, dass zumindest der Boss eine Map fallen lässt. Das hätte ich jetzt aber anders erwartet. So, jetzt habe ich 3 von 10.000. Das dauert noch. So, eine weitere Tier 2 Map. So, Oasis habe ich jetzt. So, jetzt als 4. Map noch die Jungle Valley. Obwohl das ja die ist, wo sie mich Sana schon einmal hingeschickt hat. Aber vielleicht kann ich ja in der Stufe sogar die Bosse besiegen. Oder vielmehr ja nur den einen Boss, weil es ist ja dann nur einer da. Und der weniger Damage macht. Boah, ich glaub's ja wohl. Der weniger Damage macht und dann. Sich weniger schnell bewegt und alleine ist. Wieder mal 0 Monster. Aber ich weiß ja, dass der eine da unten ist. Okay, aber diesmal ist er wenigstens alleine und. Ach nee, scheiße, das war ja das Ding. Okay. Okay, weg hier. Weg, 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 weg. Uff. Ja. Die Map werde ich so schnell nicht schaffen. Da muss ich mir noch irgendeine Strategie überlegen, wie ich da drin überleben kann. Complete Bonus Objectives. 0% Chance of Maps to drop one tier higher. Na super. Each Bonus Objective to complete increased is by 1%. Ach so, natürlich. Ich soll die Map im Magic durchspielen, um den Bonus zu bekommen. Jetzt habe ich es verstanden. Immerhin, kurz bevor ich mein Video abschließe. Also, die Jungle Valley Map, wie gesagt, werde ich erstmal nicht abschließen, weil das ist mir zu schwierig.
Aber für die anderen sollte das auf jeden Fall möglich sein, die mit Magic zu machen. Weil zumindest die Bosse habe ich ja killen können. Aber hier habe ich im Moment noch keine Aussicht, wie ich den Boss killen kann. Ja, soweit für heute. Die ersten Maps und der Einstieg in die Atlas of Worlds. Jetzt endlich in dieser Challenge League es auf jeden Fall geschafft, hier jetzt mir den neuen Content mal anzuschauen oder zumindest den ersten Einstieg zu machen, weil viel gesehen habe ich noch gar nicht. Und ich werde jetzt so nach und nach natürlich die Maps freischalten, werde das jetzt aber nicht alles im Detail dokumentieren. Ich denke, wenn ich es tatsächlich so weit bringen sollte, hier irgendwie zum Zentrum vorzustoßen und gegen den Sharper zu kämpfen, das werde ich auf jeden Fall nochmal aufzeichnen. Ansonsten werde ich jetzt einfach entspannt die League genießen und ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß beim Ausprobieren und Spielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!